das Bewusstseinsphänomen im Sinne von, das kann ja, das darf ja wohl alles nicht wahr sein, spannt sich auf nur aufgrund des Vergegenwärtigungsmoments, der der Moment des Tödlichen ist, der der Moment der Sexuierung ist, des Riskluftspalts, nämlich der Anhaltensversuch jenes Zeugens und in der Zeugung Entstehens und sich dann sogleich wieder Auslöschens. Das Bewusstsein ist das Aufbäumen gegen diesen kontinuierlichen Selbstauslöschungs-Wiederentstehungsvorgang, indem es sich sagt, das kann, das darf nicht wahr sein. Ich schaffe mir eine eigene Weltvorstellung, in der ich unsterblich bin, im zweiten Futur. Ich werde gewesen sein, um das durch das Gewesensein in eine Vergangenheitsform, nämlich ein Ewigkeitsphantasma, zu verschieben.